Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter, die Höllengrube. Wobei wir gerade, naja, zwar mehr oder weniger in der Hölle sind, aber nicht in der Höllengrube. Wir sind in Avernus, das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Und ich bin an dem Ort, wo ich Duke, den Zerstörer, treffen kann, aber bisher irgendwie nicht getroffen habe. Aber hier spawnt er. Früher habe ich ihn ja immer woanders gesucht. Ich will das einmal ganz kurz zeigen, wo ich ihn früher gesucht habe, aber ich wurde dann ja von euch darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht hier spawnt. Ich dachte immer, er spawnt, okay, ich möchte nicht in die Patrouille laufen, er spawnt hier in der Mitte. Das war ein Fehler. Er spawnt nämlich hier vorne. Und ich versuche halt mein Glück, so gut es geht, mache diese Stelle immer leer und die hier auch normalerweise und hoffe, dass er dann irgendwann tatsächlich mal kommt. Na gut, irgendwann wird es soweit sein. Irgendwann wird es soweit sein, dann werde ich Duke, den Zerstörer, sehen und besiegen. Okay, heute wieder die Höllengrube. Für mich wird es sein Tag 14, also der letzte Tag, bevor die dritte Woche losgeht. Die Bosswoche. Nein, Tag 13 für mich. Oh. Wie kommt das? Das ist ja merkwürdig. Ich war der Meinung, ich war schon bei 13. Wie komme ich denn auf 13? Okay. Okay. Merkwürdig. Okay. Egal. Weshalb geht es heute noch nicht sofort los? Weil ich mir ein bisschen Zeit genommen habe. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, um ein bisschen auf das einzugehen, was Rainer in seinem Video gezeigt hat. Er hat ja ein Video gemacht zum Optimieren für die Höllengrube. Und worum geht es in dem Video ganz genau? Also, die Höllengrube, oder eigentlich können wir ja schon wechseln in die Protectors Enclave, oder nicht? Ich überlege, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ich bleibe erstmal hier. Also die Höllengrube ist ein Event. Kann man das sehen hier? Das auf... erforderliche Gegenstandsstufe 18.000. Naja, egal. Man wird ja auf den Gegenstands... auf die Gegenstandsstufe von 20.000 heruntergestuft. Was bedeutet das? In dem Moment, in dem man heruntergestuft wird, in meinem Fall von 26.000 auf 20.000, gehen auch diese ganzen Werte entsprechend runter. So, und jetzt ist es natürlich so, um zu verhindern, dass man heruntergestuft wird, müsste man seine Gegenstandsstufe reduzieren auf 20.000. In dem Moment, in dem man das Ganze auf 20.000 reduziert, wird man nicht mehr heruntergestuft. Wie kann man das machen? Das kann man relativ simpel machen, indem man zum Beispiel Gegenstände rausnimmt. So, zack. Wie ihr seht, Gegenstandsstufe geht runter. Sie geht noch weiter runter. Sie geht noch weiter runter. Natürlich gehen dann aber auch diese Werte runter. So. Wo ist jetzt also der Trick bei der Sache? Der Trick bei der Sache ist zu wissen, was man braucht und was man nicht braucht. Also worauf man am besten verzichten kann. Um dann das herauszunehmen, worauf man verzichten kann, dadurch die Gegenstandsstufe auf 20.000 zu drücken und das, was man braucht, dann immer noch zu haben. Und zwar in der Höhe zu haben, wie man es braucht. In welcher Höhe braucht man es denn? Das ist jetzt auch so eine Frage. Die Gegnerwerte sind, wie Rainer herausgefunden hat, bei 35.000. Was bedeutet das? Wenn die Gegnerwerte bei 35.000 sind, dann heißt das, sie sind auf dem Niveau der infernalischen Zitadelle. Da, 35.000. Versteck des wahnsinnigen Magiers, 18.000. Burggrabenhorst, 7.000? Burggrabenhorst? Wurde das so weit reduziert? Wow. Okay. Aber wahrscheinlich wird man hier dann auch massiv herunterskaliert. Na gut, okay. Wie dem auch sei. Gegnerwerte, infernalische Zitadelle 35.000. Was bedeutet Gegnerwerte 35.000? Oh, Duke der Zerstörer. Ich glaube es nicht.
Und das während einer Aufnahme. Duke? Lasst uns reden. Lasst uns reden, Duke. Hier, schon mal ein Dolch ins Gesicht. Ausgewichen, mein Freund. Aha. Yes. So, damit habe ich auch Duke, den Zerstörer, gefällt. Dann habe ich hier tatsächlich jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Mensch, dass das so geklappt hat. Dann kann ich jetzt ja schon in die Protectors Enclave wechseln. Also, wo war ich stehen geblieben? Infernalische Zitadelle, Gegnerwerte 35.000. Das bedeutet, ich muss bestimmte Werte auf 85.000 hochsetzen, damit ich volle Effektivität habe. Ansonsten habe ich nur eingeschränkte Effektivität. So, die Quest kann ich ja schon mal annehmen. So. Zack. Habe ich vielleicht die Quest nicht abgegeben? Oh, merkwürdig. Na, egal. Ich will mich jetzt nicht weiter darüber nachdenken. Ich habe noch genug Zeit, um das Event vollständig zu beenden. Also, Gegnerwerte 35.000 bedeutet, ich muss bestimmte Werte hier auf mindestens 85.000 haben. Dazu zählen zum Beispiel Rüstungsdurchdringung, kritischer Trefferwert, Zielgenauigkeit, ich glaube sogar noch einen Tick höher. Also das sind so die wichtigen Werte für den Kampf. Rüstungsdurchdringung, damit man vollen Schaden macht. Kritischer Trefferwert, damit man auch genügend kritische Treffer macht und damit den Schaden auch erhöht. Zielgenauigkeit, damit die Gegner den Angriff mit Robustheit nicht zu oft abschwächen und so weiter und so fort. Was ich nicht brauche, ist zum Beispiel Kampfvorteil. Denn ich bin alleine, ich kämpfe gegen eine große Übermacht. Und ja, wenn ich unsichtbar bin, dann habe ich kurze Zeit Kampfvorteil. Wenn ich dann aber nicht mehr unsichtbar bin, ist der Kampfvorteil weg. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher wenig Schaden durch Kampfvorteil machen. Deshalb brauche ich dann auch diesen riesen Kampfvorteilwert nicht. Also möglichst Kampfvorteil reduzieren und alles andere, was man ebenfalls nicht braucht, auch reduzieren. Jetzt ist es so, damit das Ganze überhaupt funktioniert, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen, muss man entsprechend flexibel sein. Das heißt, man muss, das ist halt eine Vorgehensweise, die man als erfahrener Spieler machen kann, wenn man in seiner Bank oder sonst wo auch genügend alternative Ausrüstung hat, die nicht hochstufig ist, dass man hier mit den Werten herumspielen kann. Ich habe bei mir geguckt, was bei mir so rumliegt, was ich so verwenden kann, alternativ, und habe ein bisschen mal geguckt, wie weit ich das Ganze reduziert bekomme tatsächlich und wie weit ich dann Werte wie zum Beispiel Rüstungsdurchdringung und kritischer Trefferwert quasi auf einem hohen Wert lassen kann und die anderen Werte reduzieren kann, bis ich unter 20.000 bin. So, nehmen wir zum Beispiel mal diese Duellantenmaske. Wenn ich im Kampf mit einem Gegner bekomme ich 5.000 mehr Kraft. Aber wie oft ist das denn der Fall in der Arena? So gut wie nie. So gut wie nie. Außerdem gibt diese Maske 1.225 Kampfvorteil. Also die 1.200 Rüstungsdurchdringung, die sie bringt, sind natürlich schön. Die 1.200 Kampfvorteil bringen uns ebenfalls nichts in der Arena. Also die 5.000 Kraft bringt uns nichts, Kampfvorteil bringt uns auch nichts. Das heißt, die kann ich rausnehmen. Die Gegenstandsstufe sinkt. Und jetzt habe ich hier diese Maske gefunden, Haube des Sternendiebs. Die bringt uns kritischen Trefferwert, den brauchen wir. Crit-Vermeidung, Zielgenauigkeit, das brauchen wir alles in der Arena. Und wenn ich einen Feind töte, bekomme ich 1% Aktionspunkte. Das heißt, diese Maske könnte man alternativ nehmen, ohne Verzauberung drin. Der Gegenstandsstufe ist jetzt lediglich um 300 niedriger, aber das ist ja erst der erste Schritt gewesen. Dann habe ich eine Rüstung gefunden, schwarz gebeizte Fellrüstung, die ist sowieso zu empfehlen. Hat Rüstungsdurchdringung, die nehme ich einfach mal.
So, was haben wir hier? Armspangen des Zwielichttreppers, Rüstungsdurchdringung, kritischer Trefferwert, Crit-Vermeidung. Begegnungskräfte verursachen 3% mehr Schaden. Nehmen wir auch mal. Das sind, also diese Gegenstände nehme ich einfach, weil sie einen niedrigeren Gegenstand, eine niedrigere Gegenstandsstufe haben als die vorherigen. So. Und so reduziere ich jetzt Schritt für Schritt meine Gegenstandsstufe. Diese rostigen Eisenbeinlinge machen, also gehen zwar 5% mehr Schaden, aber meine empfangene Heilung verringert sich um 25%. Das ist in der Arena natürlich überhaupt nicht gut. Ich habe es bisher immer angelassen, einfach weil ich genügend Heilung hatte. Jetzt nehme ich sie aber mal raus. So, 23.730. Ich hätte hier andere Schuhe, urzeitliche Butisi des Überfalls, geben Zielgenauigkeit und Kampfvorteil, was ich eigentlich nicht haben will, aber nur 560. Das wäre also nicht so schlimm. Ich lasse sie aber trotzdem raus, weil ich sonst mit der Gegenstandsstufe nicht weit genug runterkomme. So, wie lässt sich Gegenstandsstufe weiter verringern? Gehen wir mal weiter zu dem, was wir noch so haben. Reittiere, Stall. Brauche ich zum Beispiel so etwas wie das hier. Nachdem ihr einen Gegner mit einer Kontrollwirkung beeinträchtigt habt, wird euer Schaden durch Kampfvorteil verstärkt. Brauchen wir nicht. Ja, wie gesagt, Kampfvorteil brauchen wir nicht. Also nehme ich hier das billigste Pferd, was ich habe. Insignien nehme ich auch raus, also tue ich keine rein, weil Insignien wirklich kein effizienter Weg sind, um eure um euch zu verstärken. Deshalb raus damit. Und auch die anderen Sachen nehme ich raus, so gut es geht. Zum Beispiel werdet ihr betäubt, umgeworfen, fixiert. Ich hoffe, ich werde nicht allzu viel betäubt und umgeworfen etc. Ich werde versuchen, das zu vermeiden. Deshalb würde ich das jetzt hier auch rausnehmen. So. Nächstes weißes Pferd rein. So, sinken eure Trefferpunkte auf 50%. Erhaltet ihr eine Heilung. Ich hoffe, ich werde nicht allzu oft unter 50% sinken. Also raus damit. So, ihr bewegt euch schneller, wenn eure Ausdauer hoch ist und regeneriert Ausdauer, wenn sie niedrig ist. Ist natürlich schön, aber ich werde, glaube ich, so oft ausweichen, dass ich auch das einmal einfach zum Testen rausnehme. Und wir sind bei 22.770. Gefährten. Was haben wir denn hier? 12.000 Kampfvorteil. Brauchen wir das? Nein. Ich habe hier zwar auch zwei Verstärker-Runensteine drin, die mir Kraft geben, aber auch das kostet natürlich Gegenstandsstufe. Erst einmal raus. So, wo sind wir? 21.600. So, nächster. Kritischer Trefferwert, Kampfvorteil. Raus, Kampfvorteil brauchen wir nicht. So, wir sind bei 20.578. So. Wir müssen noch weiter runter. Segen. Segen kann ich erstmal nichts ändern. Was können wir noch rausnehmen? Rüstungsdurchdringung, Kampfvorteil. Rüstungsdurchdringung brauche ich ja eigentlich. Aber 1200 Gegenstandsstufe ist viel. Und außerdem 2400 Kampfvorteil brauche ich nicht. Nehmen wir das mal raus. So, 19.248. Jetzt sind wir schon bei in dem Bereich, in dem wir sein wollen eigentlich. Eigentlich wollen wir möglichst nah an 20.000 sein. Das ist der Punkt. Rüstungsdurchdringung haben wir natürlich jetzt viel zu wenig. Kritischer Trefferwert auch viel zu wenig. Aber auch da habe ich was gesehen. Und zwar hier. Dieser Ring ist nicht so hochstufig und bringt uns, was bringt er uns? Rüstungsdurchdringung, kritischen Trefferwert und das aber ebenfalls, diese Silberikone, sogar noch mehr. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt sind wir bei 20.258. Rüstungsdurchdringung, kritischer Trefferwert, Zielgenauigkeit, ja, mehr oder weniger würde ich sagen, passt das, mehr oder weniger, ne? So. Was können wir machen? Wir könnten zum Beispiel so machen. Kurz abwarten, bis sich alles hier einpendelt. So 20.97, das ist noch ein Tick zu hoch eigentlich, aber
Rüstungsdrücken haben wir zumindest mal da, wo wir es ungefähr haben wollen. Jetzt könnte ich vielleicht zwei Verzauberungen herausnehmen irgendwo. Oder ich könnte vielleicht den rausnehmen. Dann hätte. Na, die Heilung wäre dann möglicherweise aber komplett kaputt. Schauen wir mal. Waterdeep fährt. Okay, 857. Da können wir uns nicht ganz das leisten. Nicht ganz. Wir können ja mal kurz reingehen. Wir können kurz reingehen und schauen, wie die Werte aussehen. Eure Siegesserie. Bin gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich dann unser Charakter tatsächlich verhalten wird. So. Oh. Oh, oh, oh. Das sieht ja übel aus. Also, obwohl wir kaum über 20.000 waren, hat er uns also wirklich übelst herunterskaliert. Ihr kommt mir bekannt vor. Versucht da draußen nicht zu sterben. Er hat uns übelst herunterskaliert. Also wir müssen tatsächlich unter 20.000 sein, damit wir die Werte behalten. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das mehr oder weniger linear funktioniert. Und wenn wir nur ein bisschen über 20.000 sind, dass wir auch nur ein bisschen Werte verlieren. Ich habe das jetzt natürlich nicht ausgerechnet. Also, wir müssen weiter runter. Diese 18 müssen wir loswerden. Irgendwie können wir hier irgendwas machen. Irgendeinen geringeren Boon nehmen. Ich könnte natürlich das rausnehmen, aber oh, ich habe eine Idee. Also. Machen das. Und nehmen ein Reittier wieder hinein. Die Frage ist, welches. Eigentlich ist es ja egal. Und nehmen hier eine Insignie raus. So, wie sieht's aus? Noch zu viel. Immer noch zu viel. Okay. Verzauberungen verwalten. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Eure Siegesserie hat Stärke. Theoretisch dürfte er mich jetzt nicht skalieren, weil ich unter 20.000 bin. Er müsste mich vielleicht sogar nach oben skalieren, ne? Macht er aber nicht. So, 83.000. Kann ich das nicht noch irgendwie verbessern? Gucken wir mal, wie ich mich schlage. Schauen wir mal einfach, wie ich mich schlage. Ich könnte. Nein, ist egal. Jetzt ist egal. Ich versuch's einfach mal. Ach so. Vertrag unterschreiben, nicht wahr? Unterschreiben wir den Vertrag. Euer Schicksal wurde besiegelt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Kämpft. Lasst die Spiele beginnen. Ja.
Gerücht, dass hier gegen diese Dämonen Macht ist. Er mit dem Schuh. So, eine Minute haben wir noch. Ja, da kann ich den Schuh eigentlich jetzt schon benutzen. Warum nicht? Na, schaut mal. Ich bin nicht mal ganz 20.000 Gegenstandsstufe, aber die Gegner momentan noch gehen wirklich sehr gut down. Mache aus, sofern mich meine Augen jetzt nicht täuschen. Ich kann nicht die ganze Zeit immer hier drauf gucken. Aber ich mache auch hier, schaut mal, fast 100% Schaden. Vorher war ich ja bei 88%. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich mache fast 100% Schaden. Ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Oh, das Schild, sehr schön. Ein bisschen zu unvorsichtig agiert. Interessant wird es ja ab Runde 3, wie ich mich da schlage. Aber momentan, mit tatsächlich 20.000 Gegenstandsstufe, bin ich zumindest von der Performance momentan nicht unzufrieden. Ich glaube, ich mache, obwohl ich 6.000 weniger Gegenstandsstufe habe, mehr Schaden als vorher. Also diese Optimierung nächste Runde hat definitiv was gebracht, ne? Nur der Punkt ist natürlich, man muss tatsächlich die entsprechende Ausrüstung da haben. Also nicht jeder wird seinen Charakter auf diese Art und Weise optimieren können. So, ich nehme mal das Schild, weil ich hier nämlich ein weiteres Schild habe, damit mache ich es mir etwas einfacher.
40 Sekunden. So, mal kurz meinem Besen etwas helfen. Okay, dritte Runde geschafft. Kommt Runde 4. Das alles 19.933 Gegenstandsstufe. Nächste Runde. Kämpft. So. Jetzt aufpassen. Jetzt kommen diese Manen, die einen anspringen. Jetzt wird alles ein bisschen härter. Vielleicht wird euch das hier gegen diese Dämonen. Okay, da will er mir den Stiefel anbieten, den möchte ich aber diesmal nicht haben. So, schön dranbleiben, dass nicht zu viele Monster in der Arena auf einmal sind. Okay. Ich habe ein paar schwere Treffer abbekommen. Ich achte momentan sehr stark auf die Lebensleiste, damit ich bloß nicht zu weit runterkomme und dann durch ein paar Zufallstreffer quasi in Lebensnot gerate. Und niemals stehen bleiben. Die Feuerbälle von oben sind nicht lustig. So. Nein, noch nicht fertig. Moment, doch. Runde 4. Beziehungsweise jetzt Runde 5. Läuft bisher, ne? Läuft bisher. Nächste Runde. Nächste Runde. Einmal den Besen fit machen. Au. Ich muss weg. Okay. Eine kleine Atombombe. Sehr verführerisch, aber ich bleibe bei dem Schild. So alle 3 Sekunden etwa ein Ausweichmanöver, habe ich so festgestellt. Einfach mal so provisorisch, auch wenn ich den Angriff nicht sehe, hilft ungemein. Ich merke die ganze Zeit über, dass er trotzdem irgendwem oder irgendetwas ausgewichen ist. Bisschen unsichtbar bleiben. Besen ist nämlich auch gerade down, kann niemanden. So. Keine Ausdauer mehr. So. Könnte sein, dass Zeit ist für den Schild, aber ich möchte, wenn es geht, den Schild tatsächlich übrig lassen,
für die allerletzte Bonusrunde. Deshalb lieber ein bisschen länger in der Unsichtbarkeit jetzt verharren. Ja, ist schon ein bisschen haarig gerade. Aber okay. Wesen ist wieder da. So, das war's. Runde 5 überstanden und das Schild habe ich mir auch aufgespart. Puh. Und das Ganze mit 19.933. Wichtig ist halt Rüstungsdurchdringung. Rüstungsdurchdringung muss hoch sein, kritischer Trefferwert hoch, Zielgenauigkeit hoch. Das sind die entscheidenden Werte tatsächlich für die Höllengrube. Okay. Bonusrunde. Was machen die Cooldowns? Ich will ein bisschen abwarten. So, das ist durch. Eigentlich würde ich ganz gerne auch Liiras Glocke abwarten, aber Mars ist ja voll. Und ich denke mal, bis die ihn heruntergeboxt haben, ist das dann auch wieder gut. So. Möchtet ihr eine besondere Bonusrunde wagen? Ja. Lasst die Spiele und sofort ausweichen. So, bloß aufpassen jetzt. Diese Dämonen können mächtig Schaden verursachen, besonders wenn sie so auf einem Fleck herumstehen. Bloß nicht in den roten Feldern gefangen sein. Ah, okay, nimm das Schild und gleich hier das Herz dazu. Okay, es sind ganz schön viele gerade. Also unbedingt ein bisschen reduzieren, die Meute. So, clear remaining enemies. Das heißt, das sind die letzten. So, komm her, mein Freund. Tada! So, wie man sieht, man braucht keine hohe Gegenstandsstufe, um das zu schaffen. Das ist mit der maximalen Gegenstandsstufe, die hier erlaubt ist, 20.000, durchaus möglich, wenn, und das ist der Punkt, wenn man die entsprechende Ausrüstung hat. Das hat nicht jeder zur Verfügung. Also man muss entsprechende Verzauberungen haben, die hochstufig genug sind. Wobei, allzu viele braucht man ja nicht, wie man sieht. Ich habe hier überhaupt keine drin, hier habe ich keinen Gegenstand drin, hier habe ich keinen Gegenstand drin. Also so ein paar hochstufige Verzauberungen habe ich drin. Aber nicht allzu viele. Reittiere habe ich so gut wie nichts. Gefährten habe ich 3 Bindungsrunsteine. Und das ist wichtig. Die 3 Bindungsrunsteine Stufe 15 führen dazu, dass die Werte, die mein Besen, also mein Gefährte, hier hat, plus die Werte, die er durch diese Ausrüstung bekommt. Und auch hier habe ich nicht allzu viel drin. Aber das Ganze wird dann auf meinen Charakter übertragen, und wenn ich dann halt darauf achte, dass hier die richtigen Dinge drin sind, also hier Rüstungsdurchdringung, kritischer Trefferwert und hier Verteidigung, Zielgenauigkeit, das Ganze wird potenziert und hier drauf gerechnet. Auf diese Weise kann ich dann die wichtigen Werte hochziehen. Alles, was nicht so wichtig ist, habe ich quasi herausgeschmissen. Kampfvorteil, ich war über 110.000, jetzt 57, aber der Wert bringt einem nichts. Also alles machbar mit unter 20.000 Gegenstandsstufe, wenn man die richtigen Gegenstände da hat, wenn man sie richtig kombiniert, wenn man darauf achtet, dass man die richtigen Werte nach oben pusht in den 85.000er Bereich und die anderen Werte dann halt so hoch, wie es dann irgendwie noch geht, damit man nicht über die 20.000er Marke kommt. So, gehen wir mal die Quest ab.
In solchen Situationen zeigt sich, wenn ich mir das gerade so überlege, wie wertvoll es ist, wenn man vorher so ein bisschen investiert hat in Bankplätze oder in größere Beutel, dass man so ein bisschen die Möglichkeit hat, alte, eigentlich nicht mehr in Anführungsstrichen brauchbare Ausrüstung zu horten. Dass man quasi die Möglichkeit hat, gute Ausrüstung oder die Ausrüstung, die früher gut war, einfach mal zu behalten, um sie in solchen Situationen, wo man halt nicht hoch sein darf, sich vernünftig auszurüsten. So, jetzt werde ich alles wieder zurückbauen. Und ja, wird ein kleines bisschen wieder dauern, bis ich alles wieder so umgebaut habe, wie ich es gewohnt bin. Erst einmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, was ich gezeigt habe. Vielleicht kann der ein oder andere das auch nachvollziehen oder ebenfalls umbauen. Könnt ihr mir ja schreiben. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, bis zur nächsten Folge.